Evangelium. Mhm. Letzte Evangelium, ja. Hat Jesus immer darauf hingewiesen? Nein, klarer Wort, ich bin Gott, betet mich an. Nicht ich und mein Vater eins, wer sieht mich, sieht der Vater. Und diese Sache, zeigt mir, wo Jesus sagt, ich bin Gott, betet mich an. Wenn ich euch in die Kirche gehe, dann muss ich euch zeigen, die Weise von eurer Bibel also, und vom Koran, dass Gott ist eins und nicht drei Pilatus eins. Pilatus hat zu Jesus gesagt, wenn sie behaupten, dass er der Sohn Gottes ist. Nein, und du bist der König. Du bist der König. Und Jesus hat nicht Sohn Gottes. Nicht Sohn Gottes, sondern gesagt, du bist der König, der Jude, dann hat Gott zulege auf Griechisch. Bedeutet, das hast du gesagt. Du hast bis jetzt noch nicht. Habt ihr gehört, ein Beweise, das ist Gott? Hast du noch nicht ein Beweis gegeben, das ist Gott? Jesus kann man bleiben. Im Alten Testament jetzt. Gibt es 300 Prophetien. Gib mir eine, davon ist Jesus Gott. Ja, 300 Prophetien, dass ein Erlöser, ein Messias, ein Retter kommen wird. Ich hab gefragt, und wo Jesus sagt, ich bin Gott. Ja, aber ich gebe eine Antwort. Schau, du musst mir Freiheit geben, Freilich. Dinge zu sagen. Aber sie antworten mir nicht auf meine Frage. Wie heißen sie? Ich bin Hamdi. Und nicht, ich wohne in Madagaskar. Ich frage Ihnen, Jesus ist Gott, zeigt mir einen Beweis. In Prophezeiung, in Johannes, Alter Testament, nein, Jesus ist Gott, zeigt mir einen Beweis. Ja, also seine Lehre, alles was er lehrt, ist heute relevant. Seine Wunder, die getan hat. Die Lehre von Schau der Erste, wir sind Muslime, glauben an Jesus. Wir glauben an Jesus, ja. Ich habe den Koran gelesen. Ja, das ist gut. Ich glaube an Jesus, ja. Ich liebe Jesus mehr wie meinen Sohn. Siehst du, mein Sohn? Ich liebe Jesus mehr wie meinen Sohn. Mhm. Ich kann meinen Sohn weggeben, aber Jesus nicht. Warum? Weil ihr behauptet, dass Jesus gesagt hat, ich bin Gott. Aber bis jetzt, sie können nicht einmal eine Wortgebung von Jesus. Und wer ist Markus? Wer ist Johannes? Wer ist Matthäus? Wer ist Lukas? Sie müssen dann studieren gehen, bevor das die Muslime gehen. Markus, angeblich der Jünger von Petrus. Petrus, nein. Markus hat nicht einmal gesehen Jesus. Zweiter. Paulus hat nicht einmal gesehen Jesus. Johannes, angeblicher Johannes, der nicht einmal, ist nicht der Jünger von Jesus, weil Johannes ist der letzte geschrieben, Evangelium. Und Johannes war näher mit Jesus unterwegs, war Johannes ein alter Mann. Und schreibt 40, 60 Jahre Zeit, hat geschrieben, der Evangelium. James Dunn sagt, angeblich, Evangelium ist geschrieben 140 Jahre. Wie geht es einem 140 Jahre Mann? Der Evangelium von Johannes geschrieben nach Johannes und Johannes schon gestorben. Junge. Ja, diese Beweise Johannes 21. Es gibt Vers 24. Es gibt von dem Jesus. Ist Jesus ein Vorbild? 9000 hebräische Schriften, 10000 griechische Schriften. Niemand zweifelt an seine Existenz. Niemand zweifelt nein, an, nein, was er nein, getan Existenz hat. Etwa nicht. Niemand zweifelt an, was er gewirkt hat und kein Mensch konnte diese Dinge tun. Aber sie haben mir bis jetzt keinen Beweis gegeben, dass Jesus Gott. Ich lerne Ihnen jetzt dein Jesus Bibel. Jesus ist Sohn Gottes, weil er vom was Heiligen Sohn Geist Gottes? Gezeugt wurde. Okay, was bedeutet Sohn Gottes? Er ist vom Heiligen Geist gezeugt. Ist Gott, Audo Billah, möge Allah mir verzeihen, hat mit Maria verkehrt? Nein. Was bedeutet das Sohn Gottes? Der Heilige Geist ist auf Maria gekommen, hat das wie? Kind. Wie ich mit meiner Frau oder wie? Erklär mir dann das. Der Verstand. Jetzt geht mit der Verstand, braucht Heiliger Geist. Der Heilige Geist, so wie es in der Bibel steht, ist auf Maria gekommen, sie wurde schwanger. Okay, wie und ist auf Maria gekommen? Wie der Mann mit seiner Frau? Nein. Oder wie ein Hund mit Hunden? Nein. Ah, wie? Gottes Will, das ist gut. Nicht. Dann wie? Soll ich Ihnen erklären? Rabbi, Allah sagt im Koran, das betrifft Jesus genau. Wenn Allah erschafft Jesus, sagt er sei und er ist. Sie sind verzweifelt, sie kann nicht einmal mir erklären, wie Jesus ist geboren. Sie kann nicht einmal erklären. Heiliger Geist kommt über sie oder heilige Kraft schatten sie. Erklär mir, wie der Heilige Geist kommt über Maria. Allah sagt zu Maria, sei zu Jesus und kann tausend von Jesus. Allah sagt im Koran, das Gleichnis von Jesus, das Gleichnis von Jesus wie Adam. Er schuf ihn von Erde und sagt, sei und er ist. Schau, das Konzept, wie schön ist. Ganz einfach. Aber ihr habt eure Konzept von den Heiden, römische, die haben Horus, Jesus und diese Götter. Und Götter zeugen die Götter mit Frauen wie Pilatus, wie heißt Jupiter und. Deswegen habt ihr das durcheinander. Kommt zurück zum Koran, ist ganz einfach. Wenn Marie gefragt,
der Heilige, der Jibril a.s., Segen und Friede auf ihm, der Gebrail, hat zu Maria gesagt, du verkündest dir eine Botschaft, frohe Botschaft, heißt er, ein Kind heißt Jesus. Sie sagt zu ihm, wie kann ich ein Kind haben, genau wie Lukas, drei, wie kann ich ein Kind haben, wo ich, erster Jahr Lukas, wie kann ich ein Kind haben, wo ich keinen Mann kenne bei euch. Bei uns, wie kein Mann, hat mich berührt. Dann Jibril a.s., das ist die Antwort, was euch verrückt macht. Nicht Heiliger Geist kommt über dich, weil dieses Haram, tu mir nicht, tu, bedeutet hier, Jibril hat geantwortet, wann Allah will, er sagt, sei, und tausend von uns werden geschaffen. So, bis jetzt, sie haben mir in der Masse bewiesen, dass Jesus dort. Zeig mir, dass Jesus dort. Ich bitte dich, zeig mir, ich will schon im Paradies mit dir gehen. Zeig mir, Jesus Gott. Okay. Wir haben unterschiedliche Sichtweisen. Wenn ich mit meinen Argumenten komme, bitte, ich will das hören. Frage es bitte ab. Nein, ich will das hören. Du sagst von vornherein, dass ich sage, es nicht richtig ist. Ich habe nicht gesagt, es ist richtig, ich habe einen Beweis. Gib mir einen Beweis, dass Jesus Gott. Ich kann dir den Beweis jetzt haben, weil du keine Ohren hast, die mir zu hören. Okay, ich höre dich jetzt bis morgen. Gib mir einen Beweis. Du möchtest gerne deinen Standpunkt vertreten. Nein, nein, ich bin nur sauer, weil sie haben nicht einmal einen Beweis, dass Jesus Gott. Sie wohnen kleine Kinder mit in die Höhle. Gib denen einen Beweis, Jesus ist Gott. Zum Beispiel. Das ist zu sagen, sich leiten zu helfen. Klar, weil Allah sagt im Koran, in Allah hohl Messias. Derjenige, der sagt, Gott, Allah, ist der Messias. Wie ihr sagt, Messias ist Gott, ist ein Käfer, ein Ungläubiger. Lokal Messias, der Messias sagt, ja, bin Israel, o Kinder von Israel, Abudullah, dient Allah, Rabbi wa Rabbukum, mein Herr und euer Herr. Wer inna man yushrik billah, wer Allah bei dir selbst, wie ihr macht, bei dir selbst Allah, hat haram Allah wa lejanna, Allah macht ihm Paradies verbot. Wa ma'wah Allah, in eure Geblieben, wenn du stirbst so, du wirst in die Hölle geschmissen. Wa ma'le zalimine min ansar. Und die Ungerechte, die werden dann, weil das ist ungerecht, tust du gegenüber von Allah, du sagst, Allah hat deinen Sohn, wie jetzt, das ist Kuffer. Du wirst in die Hölle geschmissen. Also, kehr zurück, Jesus sagte, Matthäus 12, 29, er fragt ihn, mein Mann, was ist der wichtigste Gebot? Meister, wichtigste Gebot. Jesus sagt nicht, Gott 3, 4, 4 in 1, ich und mein Vater 1. Nein, Jesus sagt klar und deutlich. Was sagt er? Das wichtigste Gebot. Nein, ist, sagt er. Das ist Matthäus. Matthäus hat das verfälscht. Nein, falsch. Falsch. Ja. Siehst du das? Matthäus sagte, weil passt ihm nicht Matthäus. Matthäus sagte, Shama Israelu, Adna Elachu, Adna Achad. Ich spreche sogar die Sprache von Jesus, aber du nicht. Du folgst Jesus, aber du sprichst nicht die Sprache von Jesus. Das war die Sprache von Jesus, Aramäer. Shama Israel, Adna Elachu, Adna Elachu. O Kinder von Israel, unser Herr ist ein einziger Gott, wie wir, Allah, spricht Allah ein. Genau wie Moses, Deuteronomium 6,4, Jesus genau das gesagt, Mohammed auch. Und dann, lieb dein Gott von deinem Herzen und so. Das findest du in Matthäus, weil Matthäus passt ihm nicht, dass Jesus macht Tauhid, sagt es Gott ist eins. Dann hat das weggegeben, Gott ist eins, und hat gesagt, lieb dein Gott mit deinem Herzen. Wir lieben Gott mit unserem Herzen, mit allem. Das, ihr wisst das schon, die Muslime. Aber bis jetzt, du hast mir keinen Beweis gegeben, dass Jesus nicht. Okay. Du hast es auch angesprochen, dass Gott dreieinig ist. Erklär uns das, Dreifaltigkeit. Ja. Wir Menschen sind auch dreieinige Wesen. Ich habe einen Körper, ich habe eine Seele, ich habe einen Geist. Aber du bist eine einzige Person. Ich bin eine Person. Gott ist eins. Nein, Gott, ich habe in eurer Katechismus. Gott ist eine Person. Du möchtest mich jetzt gerne hier. Nein, du sagst du, ich bin. Du, schon, ich habe keine Absicht, dir irgendwas. Aber hör mal zu, ich will dich retten jetzt, nicht du mich. Ich will dich retten. Weil du sagst du Gott in einer Person, das ist falsch. Du lehrst die Leute falsch. Gott, der Vater, eine Person, der Heilige, der Sohn, eine Person, der Heilige Geist, eine Person, sind nicht drei, sind eins. Aber ich bin eine Person, mit meinem Seele, meinem Körper, eine Person. Aber bei euch nicht. Drei Personen haben ein Gott. Stimmt das oder nicht? Doch. Dann kennst du nicht deine Person. لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لأجل